Unsere Kompassrose, die auf der Seekarte eingedruckt ist, teilt sich in 360 Grad aus. 0 Grad ist Norden. Wir gehen im Uhrzeigersinn vor. 90 Grad ist Osten. Osten wird nicht mit O dargestellt, sondern mit ein E, um Verwechslungen mit der Ziffer 0 zu vermeiden. 180 Grad Süden, 270 Grad Westen. Somit erhalten wir 4 Quadranten. Quadrant 1 von 0 bis 90 Grad. Quadrant 2 von 90 bis 180 Grad. Quadrant 3 von 180 bis 270 Grad. Quadrant 4 von 270 bis 360 Grad. Unser Schiff befindet sich in dieser Kompassrose quasi in der Mitte. Fahren wir also einen Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Würden wir das Schiff umdrehen, fahren wir einen Winkel zwischen 270 und 360 Grad. Übertragen wir das nun auf den Längengrad. Auf den Längengrad geht von Norden nach Süden. Also haben wir hier auch 0 Grad Nord, 90 Grad Ost, 180 Grad Süd, 270 Grad West und 360 Grad wieder Nord. Je nachdem, in welche Richtung wir fahren wollen, können wir das Dreieck passend hinlegen. Wissen wir, dass wir einen Kurs zwischen 90 und 180 Grad fahren wollen, können wir quasi bereits diesen Winkel zwischen 90 und 180 Grad am Längengrad anlegen. Der Nullpunkt ist also auf dem Längengrad und jetzt müssen wir nur noch die Feineinstellung am Längengrad vornehmen, an der Kathede die entsprechende Gradzahl einstellen. Die Kurslinie wird dann anschließend mit dem Anlegedreieck auf unseren Ausgangspunkt verschoben.